Hallöchen, Popöchen. Alter, das war ja gerade übelst. Encoder-Verzögerung, Dingi. Hallöchen, na dann geht's noch weiter. Schön, dass ihr wieder dabei seid. Bauhelm, den brauchen wir. Ganz vergessen. Ja, ich weiß, dass ich dorthin soll. Schwebende Kiste. Aha. Noble Team, schalten Sie die 4 Abwehrgeschütze für die Verteidigung des Labors ein. Und zwar schnell. Ja, nehmen die Geschütze zu viel Schaden, setzen sie zum Wiederaufladen aus und müssen dann reaktiviert werden. Noble 6, aktiviere das Geschütz, um die Grenze abzustecken. Eins zum Aktivieren. Oh, ich hab das noch bis 3. Das war gerade so gut. Geschütz aus. Welche sind jetzt inaktiv? Also wir stellen uns schon mal auf einen Haufen Tode ein, ne?
aus. Das Geschütz gleich nur zerstört. Ich habe keine Munition. Mal sehen, ob ich das schaffe ohne Granate. Das heißt, wir brauchen erstmal eine Kanone, um den rauszuschießen und den. So ungefähr könnte man das machen, dachte ich mir. Moment, Martins. Bin gleich soweit. Banshee wäre schon eigentlich ganz geil. Die Waffe, Sie flankieren uns!
wäre eine ganz nice Idee. Mal sehen, ob wir den kriegen. Kommen wir aber nicht hoch. Mit Jetpacks, ne? Die halten das ja ganz gut. Ja, das war's. Sind die Jetpacks? Schütz aus. Den mit dem EP-Schuss unterballern. Ja, es geht gleich los. Jetzt in all. Schon übelst noch.
doch nicht so schwer sein, Stücke, Scheiße. Arschloch Banshee. Wir schaffen das schon, wir schaffen das. Uns hätte ich fast geschafft, aber auch genau über den. Oh, es ist doch gewonnen. Das ist doch nur ein einfacher Scheiß. Weil wie schnell. Kann doch nicht so schwer sein. Endlich. Wer schießt denn hier auf mich? Hä? Ich bin endlich drinne gewesen! Da hat denn dieser Hopcode nicht geschossen? Jetzt können wir auch schon mal so. Endlich geschafft.
spielen wir hier eine Runde rum. Ich glaube, das bringt so. Aber wir haben es geschafft. Ist das?
Scheiße, ist anstrengend. Ich sollte vielleicht wieder runtergehen. Scheiße, das geht. Ah, ich sollte jetzt mal wieder ernsthaft spielen in diese Umspielung. Mein Gott. Wir hätten den vielleicht noch brauchen können. Sollte ich die vorher mal ausschalten. Könnte noch eine Weile dauern hier. Oh, Alter, ich bin so doof, Mann. Mindestens hängt der eine da oben fest. Damn it!
können die immer noch nicht tot. Gemacht, Spartans. Ich öffne die Labortür. Ja, ich hab da mal ein bisschen Spaß. Die restlichen Allianzler ausschalten, ja. Das ist Spaß. Ja, haben wir so geschafft, nach vieler Spielerei und naja. So, jetzt rüsten wir uns noch schnell aus. Hast du sowieso ein neues Level, ne? Also, was soll es eigentlich? Oh! Gut, das hätte man wissen müssen. So. Ach so. Das ist noch selber mal. Was ist das für ein Zeug? Wissen.
Ein Geburtsrecht einer alten Zivilisation. Diese KI ist sein Hüter. Und sie hat sie als ihre Träger gewählt. Gewählt? Von einer KI? Ja, von dieser. Ihre Einschätzung von ihnen ist meiner mindestens gleichwertig. Sie müssen sie zur UNSC-Abwrackwerft in Assort schaffen. Ein Kreuzer der Halcyon-Klasse wird dann mit ihr den Planeten verlassen. Verstanden. Wirklich? Die Menschheit hat keine Chance. Kommt es zum Fall von Reach, und das wird es, ist unsere Vernichtung gewiss. Es sei denn, dieses Artefakt birgt eine Abwehr gegen die Allianz, die das Blatt wenden kann. Vergleichbar mit der Bedeutung des Spitzgeschosses im 19. oder der Überlichtgeschwindigkeit im 23. Jahrhundert. Und was, wenn nicht? Das müssten wir uns fragen, wenn es noch eine andere Hoffnung gäbe. Aber dem ist nicht so. Hier, Lieutenant. Sie hat Sie gewählt. Haben Sie ihn? Ja. Den ganzen Satz, bitte. Ich habe ihn. Jetzt habe ich das erst gecheckt. Dr. Halsey, Noble 3 begleitet Sie zur Burgbasis. Das ist nicht nötig, Commander. June, sorgt dafür, dass der Feind leer ausgeht. Ich tue, was nötig ist, Sir. Viel Glück. Dir auch, Scharfschütze. In welche Richtung dort? 3 Kilometer nach Norden. Dann rechts Richtung 050. Das führt mich zu... den Abwrackwerfen in Azord. Der letzte außerplanetarische Abzugsort des Kontinents. Viele Konvois werden unterwegs durch kleine Luftangriffe beschädigt. Eine Allianzflotte eilt ebenfalls dorthin. Der UNSC-Kreuzer Pillar of Autumn erwartet ihre Ankunft. Es wäre keine Noble-Mission, wenn es leicht wäre.